Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Mighty Pirates vs. Hosenkorb. Die Hosen haben ein gewisses Eierproblem. Und wenn wir mal in den Chat schauen, dann steht da von Schwamm. Wo ist es? Ja, ich will, dass da Hühnerfleisch noch rauskommt. Das heißt, ich vermute mal ganz stark, dass das, was die da drüben gerade bauen, dass die da jetzt aus unseren Hühnern, ja, Sachen verwerten. Und deshalb wollen wir jetzt mal gucken, wie wir die Flugbahn der Eier umlenken können. Dass, wenn er dann irgendwann mal fertig ist, dass er alles versetzen darf. Genau, und deshalb haben wir hier bei Jojos kleiner Rotary-Craft-Anlage haben wir ja diesen Fan. Und jetzt probieren wir es mal mit diesem Fan aus, ob der Eier umlenken kann, wenn sie geworfen werden. Und deshalb habe ich hier mal ein paar Bevel Gears und jetzt brauche ich den Input vom Jojo, weil ich von dem Zeug keine Ahnung habe. Hahaha! Frag mich gerade hier so, warum ich hier ein Worm Gear hingebaut habe und will jetzt mal schnell nachschauen, was der Fan brauchte an Input, ob das nämlich hier gerade überhaupt funktionieren kann. Wait, so. Wir haben Magic? Magic? Was killed by Magic? Nee, das sagt gar nichts. Okay. Aber du wurdest, glaube ich, auch Magic, bei Magic glaub ich, getötet auch, damals mit dem chemischen Zeug. Ja, dann. Das ist alles, was irgendwie eben sowas okay. ist. Magic, Chemie der ist alles 512 selber. Rad. Das Teil hat doch niemals 512 Rad. Doch, hat 512 Rad. Okay. Also, dann würde ich sagen, wir nehmen dieses Worm Gear hier, hauen das mal weg und da setzt jetzt mal dein Bevel Gear rein. Du kannst es ja drehen, oder? Genau. Blup. So, und? Beziehungsweise ich muss es eigentlich nicht drehen, sondern du kannst jetzt mal anklicken. Ah, jetzt krieg ich es ja noch gezeigt. Ja. Naja. Und da siehst du jetzt Farben. Unten, oben, D, down, north, south, west, east. Genau, up, da kannst down. Jetzt. Richtig, und da kannst du jetzt eben einstellen, wo es rein soll und wo es raus soll. Also, ein Input ist. Nachdem Westen nicht ist, müsste es Osten sein. Beziehungsweise probier mal aus. Okay, ja, east. Und genau, up. Und Output ist. So theoretisch. Up, genau, genau, und wie du siehst, es funktioniert. Okay, und jetzt muss der Fan noch drauf. Genau, jetzt bauen wir den Fan mal kurz ab. Geile Sache, der, ich mach was mit Rotary Craft. Irgendwo ist, da ist er. Und den setze ich jetzt hier mal völlig drauf. Und drehe eine Runde. So. Sieht auch spacig aus. Okay, und jetzt dürfte der hoch wehen. Guck mal, ich ja. fliege. Ich fliege. Ich fliege über dir. Okay, dann probieren wir das mal aus. Wenn ich hier werfe. Wollen wir das als Aufzug verwenden? Das dauert ein bisschen lang, oder? Okay, Flo, geh mal. Ja, man kann ihn schneller einstellen. Flo, geh weg. Ksch, ksch. Na, sieht schlecht aus. Na, warte mal. Das ist ja jetzt gerade nicht wirklich schnell. Das ist sogar ziemlich langsam gerade. Das heißt, wir probieren das mal, was passiert, wenn wir das Ganze schneller machen. Wir Nein, nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Gleich mal mit einem Autonomous Activator versuchen, dann hat man es einheitlicher und. Ja, ich will nur jetzt erstmal kurz. Gleich, ob es geht. Nee, ich meine bloß. Prinzipiell. Also den könnt ihr gern irgendwie. Haben wir dafür ein Rezept? Oh, nee, aber nicht. So, dreh du dich mal in die Richtung. Geht hier nichts kaputt. Dich nehme ich mal. Ich glaube, mittlerweile behältst du den Inhalt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, ja, behältst tatsächlich. Sehr cool. So, das Worm Gear, Bevel Gear, das ist. So, der kommt da drauf. Das heißt, der Activator kommt hier hin. Habe ich es genau falsch rum? Jetzt. Gut. Und du sollst natürlich Mode. Daniel? Ja. Du mal einen in den Activator rein, zu schauen, wo es per Default hinfliegt. Das habe ich natürlich nicht geschaut. Okay. Das sollte eins weiter nach rechts. Der Drei, kommt jetzt hier zwei, drauf. Achso. Eins, zack. Okay. Also fast eben Erde stehen. Ja, da ist aber ein Soundmuffler. Ach, der kommt oben drauf. Okay. Da muss er noch eins höher. Okay, dann müssen wir es trotzdem nochmal. Ah, ist er plant. Mode ist immer noch Torque. Du sollst Mode Speed machen.
Mode Speed, perfekt. So. Jetzt ist er stärker. Beziehungsweise dreht sich schneller. Okay. Okay, also. Ei rein. Ja, schauen wir. 3, 2, 1. Nicht wirklich. Nö. Also da habe ich mal gar nichts gesehen. Mach nochmal weg. Mach jetzt nochmal. Ja. Doch, das bringt was. Hat's? Ja. Gut, dann brauchen wir da oben jetzt die Dinger. Der ist ja, also mit dem Ding ist er ja hier, ist ja hier oben drauf geflogen, das Ei. Und da ohne ist er unten, ist unten hingeflogen. Okay. Ich mach nochmal. Zack. Unten okay, rein in dieses Loch. Ich setze nochmal drauf. Mhm. Das wäre ja geil, wenn wir dann auch die Geschwindigkeit verändern können und dann es immer woanders landet. Okay. Jetzt nochmal. Und nochmal. Yep, ja, das ist hier oben hingekommen. Gut, das heißt, Tatsache. Wir müssen diese Anlage irgendwie da oben dreimal hinbauen. Yay. Ja, das ist im Prinzip kein Problem. Es gibt ja die Notfallsbombe halt noch, Magnetostatic Engines nach oben, oder? Genau, ja. Die müssen auch noch nicht mal, wir brauchen da noch nicht mal die teuren. Hm. Das muss nicht so schnell drehen. Okay. Gut. Das heißt, wir setzen direkt darunter die Dinger, oder? Am besten. Hm. Also davor, diagonal davor quasi. Willst du mir mal, hast du den Fan übrig oder brauchst du ihn hier gerade? Den brauche ich hier, okay. Aber ich kann dir den ziemlich schnell neu bauen. Ja. Dass man so aus Neugierde, um zu schauen, ob man den gegebenenfalls über einen Computer vielleicht sogar irgendwie konfigurieren kann, wie schnell er dreht. Also auf jeden Fall kappe ich jetzt mal bei denen die Ei-Produktion, nachdem die sich gerade so über Chicken Wings alle entdecken. Ist das Teil nicht fern? Doch. Dieses. Ah, es kommt dann in sein Iris-System. Wenn richtig? Hose chattet alle Entdeckungen, dann habe ich ein bisschen Respekt, was auch immer passieren könnte. Bei uns noch nichts. Aber warum chattet er das? Who knows? Gut. Wahrscheinlich, weil Schwamm irgendwas macht. Hm. Auch möglich. Ich finde. Ah, richtig. ja, du hast recht. Absolut richtig. So, ein Fan ist im ME. Ich mach mal die Lava-Augen wieder an. Gut. Gut. Ich war ja dabei. Wir bauen jetzt hier ein bisschen um, oder? Was bauen wir um? Ja, hier baut was um? Fans hin, oder? Ach so. Mach mal. Ihr könnt es gern mal vorbereiten. Also ja, mach du was Sinnvolles, wir machen was nicht Sinnvolles. Genau, ich schaue jetzt, ob ich die Fans ansteuern kann. Sinnvoll in Minecraft ist ziemlich relativ. Richtig. Ich habe mal hier einen Ausgang gebaut. Den könnten wir wahrscheinlich gleich brauchen. Was wollte ich? Genau, ich wollte schauen, ob die Repeater... Habe ich da einen Adapter drin? Ja, sehr gut. Beziehungsweise brauche ich auch einen Adapter? Wir haben zwei Repeater. Sind die Fans eigentlich, also was brauchen die alles? Wie viele Blöcke brauchen die und müssen die an irgendwas angeschlossen sein? Eigentlich nur unten die Dings. Ich muss es mal schauen, eventuell kann man es noch irgendwie. Steuert man dann die Stärke per Hand normalerweise? Ist das eine GUI oder? Was für eine Stärke. Von den Lüftern. Dadurch, je nachdem, wie viel Torque du rein, wie viel Speed du reinbaust. Das heißt, es wäre dann über die Bevel Gears gesteuert, oder was? Jein. Jein? Die Bevel Gears drehen nur. Okay, anders gefragt, wo würdest du es einstellen? Gar nicht. Ah. Okay, gut, dann kann ich das ja gleich jede vergessen. Jede Engine, das Einzige, wo man es einstellen könnte, wäre die Electrostatic, Magnetostatic Engine. Ich hätte jetzt voll Lust. Das ist die einzige mit einem variablen Output. Okay, wollen wir das? Haben wir da irgendwo eine? Über? Ja, jein. Also ich kann da schnell eine bauen. Also ich meine nur fast, ja, warte, sonst nur fast, ich kann den PC mit runterschleppen. Das ist ja nicht. Ich leg mal ein paar Schneebälle in die Ecke. Wenn wir eine E brauchen, dann, wie viel kostet die denn? Ich meine, wenn sie nicht so viel kostet, dann machen wir eine. Ja, ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit Kosten haben. Weiß ich nicht. Gucken wir mal, wie viel es kostet. Nether, Silver... So, jetzt werden Schneebälle rübergeschossen. Nix. Schön. Also die erste. Ja, dann mach.
Die braucht halt noch Upgrade, damit sie stärker werden könnte. Aha. Das ist aber auch Ethanol Crystal bla. Ja, dann mach mir doch mal eine Engine und dann. Oder ist die Autocraft? Ja, die ist Autocraft. Magnetostatic? Ja. Dann mach ich da mal. Das erste Upgrade kannst du dir auch einfach so holen. Klucht, welches Upgrade? Wie heißt das? Such einfach nach Upgrade. Rotary Craft. Converter Tier 1? Genau. Ich hätte sogar hier noch ein Converter Tier 2 Upgrade rumliegen. Sachen gibt's. Kann man die Eier mit irgendwas Explosiven füllen? Das fände ich jetzt voll lustig. Mit Lava? Mhm. Oder so ein TNT-Fass oder sowas. Gut, so oder so, wenn ich jetzt das Ding da hinsetze. Wo bist du denn nur da? Zack, wieder. Ups. So. Bindet. Wo bist du jetzt, Flo? Ich bin im Baumhaus. Baumhaus. Sehe ich jetzt so nichts. Mal schauen, was mit dem Adapter geht. Oh, leck da das sieht. Ich habe halt keine Ahnung, ob man die überhaupt irgendwie steuern kann, aber. 9 Frames pro Sekunde, ey. Wahnsinn. Da, Blocking Mode, Block Mode Engine. Ja, das ist so ein Adapter so gesehen. Keine Ahnung, was das tut. Das könnte es einfach bloß wegen Fluid oder sonst irgendwas Storage sein. Ah, nicht Mode, sondern Block Mod Engine. Ach, Schmarrn Component. Energy Stored, ja. Max Energy. Ja, nee, guck mal, nix. Schade. Okay, gut. Aber eigentlich hat doch. Aber ich weiß halt nicht, ob auf der. Wahrscheinlich bei Reactor Craft. Okay. Ja, und keine Ahnung. Eben, wie gesagt, genau, auf welchen Maschinen und Geräten. Gut, dann kriegt aber trotzdem der Daniel das Ding hier mal. Und das Ding hier mal. Ich werde jetzt trotzdem mal diesen einen Repeater da vom Project Red ins ME packen als Rezept. Was mache ich damit? Aufbauen? Das brauchst du dann halt oben, um die Sachen zu powern. Okay. Die Fans. Und ein Fan ist noch im System, falls du nicht eh schon drei hast. Nö. Hatten wir den nicht mal? Wen? Ich dachte, ich hätte dieses nervige Repeater-Rezept irgendwann mal. Ah. So. Wo war ich? Ein Fan ist jetzt hier drin. Ja, dann brauchst du noch zwei. Okay. Wenn du noch keine hast. Die sind leider noch nicht autocraftbar. Die kannst du, wenn wir die öfter brauchen, aber gerne auch autocraftbar machen. Wahrscheinlich nicht, oder? Es reicht ja erstmal ein Fan, oder? Ja, eigentlich wahrscheinlich. Ja, genau. Die werden es dann eh wieder umbauen und dann. Kannst du nach und nach alle. Ja, genau. Oh ja, wir brauchen dann noch seitlich welche. Dass wir sie auch links und rechts ablenken können. Kann man die Dinge covern? Wahrscheinlich nicht. Okay, also, was. Die Engine einfach unten. Wie? Ich habe keine Ahnung, was du mir gerade sagen willst. Dementsprechend keine Ahnung. Wie baue ich das jetzt auf? Die Magnetostatic Engine oder was? Mhm. Oder generell die, alles, wie. Ich weiß nicht, wie es geht. Soll. Die braucht einen Stromanschluss. Also RF. Oder was auch immer wir haben. Und. Strom ist ja kein Ding. Der Ausgang geht einfach direkt in den Fan rein und wenn du das drehen willst, dann brauchst halt ein Bevel Gear dazwischen. Wo will ich eigentlich gerade hin? Ah, hier drunter. Also ich stelle das Ding hin und setz den Fan oben drauf? Ne, den Bevel Gear oben drauf. Irgendwie sowas. Ne, nicht oben drauf, sondern das hat halt seitlich einen Ausgang vorne. Und aus. Also du hast da immer eine direkte Kraftübertragung sozusagen. Okay, ich setze das Ding jetzt mal da hin. Und jetzt ist es nicht da, wo ich es eigentlich hinhaben wollte. Ist das Wireless Terminal nicht mehr verbunden oder? Keine Ahnung. Also der Access Point ist ja im Keller unten, so gesehen. Ja eben, also im Bahnhof sollte ich ihn noch haben. Eigentlich schon. Vielleicht muss es neu kalibrieren. Ja, ich glaube, irgendwann habe ich letztens mal den Controller abreißen müssen, weil es wieder nicht ging. Kann sein, dass du es neu kalibrieren musst.
Lass mich raten, man sollte es nicht mit der Axt abbauen. Was? Die Engine. Keine Ahnung. Wir haben nicht Industrial Craft. Weil jetzt ist sie weg. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist so. Klingt komisch, ist aber so. Moment. Keller. Hat er das jetzt nicht gemacht oder nicht zu weit? Oh, nochmal probieren. Verdammt. Nennen sie sich selber schon Hobbit. Hey, ein ME-Terminal, sehr gut. So, was war jetzt gleich richtig? Stimmt nicht. Na, natürlich stimmt's nicht. Ja, damit. Ups. Stone. Also. Wie drehst du die Dinger? Mit dem Wrench oder mit was anderem? Screwdriver. Ich kann ihn dir mal, ich lege ihn dir ins ME. Im ist im ME. Ihr seid mutig. Moment mal, Ticks. Wie viel waren 128 Ticks in Sekunden? Wie viel? 128. 10, also 20 Ticks, 20 Ticks sind eine Sekunde. Das heißt, sagen wir mal 6 Sekunden. Das heißt, ich punkte definitiv mehr als einen. Wir haben kein Rezept für Red Alloy Wire. Wirklich. Ach, das ist so. Wie hieß das Ding nochmal genau zum Strom erzeugen? Das Magnetostatic. Magneto, aber die kann nicht weg sein. Doch, ist sie aber. Also ich habe die schon 200 Mal abgebaut. Tut mir fürchterlich leid, aber ja. Wahrscheinlich ist er einfach irgendwo durchgeglitscht oder so. Ja, das glaube ich schon, ja. Also die Engine, die kommt direkt neben die Bevel Gears. Moment mal. Die ging jetzt auch nicht. Wo bist du? Vorne. Irgendwo in der Wand. Wie bist du da reingekommen? Na da. So, du willst was machen? Also ich habe jetzt die Engine. Hallo. Ja. We're out of sponges. Ach, Sponges. Hä? Egal. Die setzt du halt jetzt so rein, dass sie hinzeigt zu dem Bevel Gears. Also so. Zum Beispiel. Ja, außer, dass du so genau umdrehen musst. Wie drehe ich die jetzt um? Einfach mit dem Wrench. Mit dem Ding. Screwdriver? Mit dem Screwdriver, ja. General? Nö. Nö, dann mache ich das Menü auf. Machst du, dann mach einen Shift-Rechtsklick. Dann krieg ich gesagt General und Rotation. What? Ich gebe ihn dir mal. Zack. Okay. Dann bau sie einfach ab und neu. Von der anderen Seite nochmal hin. So. War genau die falsche Seite. Jetzt ist die auch durchgeglitscht. Ja, ich hab's gesehen, wie sie runtergefallen ist. Hab's. Dann bau sie mal von der Seite hin. Ich wusste nicht mehr, von welcher Seite man hinbauen muss. Also von der, in die sie schauen soll. So sieht's richtig aus, oder? Vielleicht? Ja, genau. Okay. So, und jetzt braucht sie noch Strom. Das ist dahinter. Du hättest ja auch. Warum hast du sie eigentlich nicht in den Shell rein? Da, also.
Da ist ein Stromkabel direkt daneben. Okay. Was? Ja, genau. Warum hast du sie nicht? Ja, dahin, wo das Stromkabel ist, mehr oder weniger. Gut, egal. Ey, ich hab sogar so ein Basic-Ding. Ah, okay, dann spare ich mir den Weg. Jetzt muss ich nur noch schaffen, das hinzustellen. Kriegt die Strom? Kann sein, dass sie von hinten Strom bekommen muss, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Gut, dass man das alles covern kann. Gut. Jetzt musst du rennen. Ah, na gut. Da war dein Gang, da war dein Gang. Daniel holt Strom und Cover. Speed ist Rad. Gut. Ja, gut. Wir brauchen zwei? Eins, zwei, ja. Wir müssen auf jeden Fall noch das Upgrade reinpacken, weil. Nee, braucht es eigentlich gar nicht. Hab ich. Power. Irgendwas. Okay. Hat. Das ja, das Hierhin und dahin wahrscheinlich. Whatever. Okay. Und ja, jetzt? Contains RF und. Macht noch nichts. Ist das unten falsch rum? Warum macht hier nichts? Ist das Gear falsch rum? Nö. South, Input, Up, Output. Entweder schießt da jemand auf uns oder es war gerade irgendwas laut. Ja, irgendwas klang komisch. Okay. Weil sie natürlich. Die braucht mittlerweile auch. Irgendwo schießende Leute, ja. Die braucht auch noch zusätzlich jetzt Flüssigkeit. Ungünstig. Ding. Es wird jetzt langsam eng hier vorne. Lubricant braucht sie auch noch. Vor allem so ganz ohne Cover. Ja, ja, Cover habe ich schon. Die kommen da schon hin. Ja, Lubricant brauchen sie noch. Aber nicht mehr diese Folge. Ich glaube, das bereiten wir schnell vor, oder? Ja, das können wir schnell machen. Und dann sehen wir uns nächste Folge mit Lubricant wieder. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.